Die beste Art, Quelapis zu genießen, ist, ihn Schicht für Schicht abzuschälen. If you chew it without peeling, it means that you are actually shortening your lifespan. Seit fast 80 Jahren stellt die Familie von Edmund Wong diese kleinen Naschereien in Singapur her. Die Herstellung ist Teil einer Kultur, die etwa 500 Jahre zurückreicht. Nonya Kue ist historisch bedeutsam für das Volk der Peranakan, eine Bevölkerungsgruppe, die zwischen dem 15. und dem frühen 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielte und die daran arbeiten, nicht in Vergessenheit zu geraten. Ihre bunten Snacks sind ein Hauptbestandteil der südostasiatischen Küche. Während Nonya Kues Popularität steigt, befürchten Ladenbesitzer wie Edmund, dass die peranakanischen Wurzeln in Vergessenheit geraten könnten. For our business, we see us being not just only a food business, but a heritage business. People may enjoy to eat them, but they may not know the meaning behind it and they may lose touch with the heritage. Wir besuchten Singapur, um die Peranakan-Kultur und die Nonya Kue-Herstellungskunst zu erkunden. Kue ist ein weit gefasster Begriff für mundgerechte Snacks oder Desserts, die in Südostasien weit verbreitet sind, darunter Kuchen, Knödel und Gebäck. Kue werden von verschiedenen Kulturen in der Region unterschiedlich zubereitet. Die von der Peranakan-Gemeinschaft in Singapur hergestellten Kue werden Nonya Kue genannt. Das Stadtviertel Jukye ist seit langem ein Zentrum der Peranakan-Kultur. Dort befindet sich seit den 1945ern das Geschäft Kimju Kwechong. This business started off from my grandma. She started selling rice dumplings under a banyan tree, and that's how we started. Für die Herstellung der Kue verwendet Edmund immer noch ihre Rezepte. Heute stellt das Team eine Reihe ihrer beliebtesten Produkte her, Kue Lapis. Dabei handelt es sich um einen neunschichtigen Dampfkuchen, der aus Tapiokamehl, Kokosmilch und Zucker besteht. In Chinese we also call it Jiu Cheng Gao, which means nine layer kues. When the our forefathers came here, they couldn't use ingredients from China, so they used local ingredients like coconut, coconut shred, palm sugar, and then we create something that looks Chinese, but it's not Chinese. Die Arbeiter mischen die Zutaten zu einer Paste und sieben sie durch. Kue Lapis ist für seine bunten Schichten bekannt. Früher verwendeten die Hersteller Pflanzen für die natürliche Färbung, zum Beispiel Schmetterlingsblüten für Blautöne oder Pandanblätter für Grüntöne. Heute verwendet Edmund jedoch gekaufte Farbstoffe, um jeder Schicht den perfekten Rot- oder Grünton zu verleihen. Jede Schicht muss einzeln gedämpft werden. Anschließend wiederholen die Arbeiter den Vorgang des Gießens und Dämpfens 8-mal. Bei diesem Schritt kommt es auf das richtige Timing an. Wird eine Schicht zu früh gegossen, könnten sich die Farben vermischen und den gesamten Teig ruinieren. Deshalb dämpfen die Arbeiter jede Schicht genau 5 Minuten lang bei 100 Grad Celsius. Da er ohne Konservierungsstoffe hergestellt wird, produziert der Laden nur etwa 320 Stück pro Tag. We try not to sell too much because all these items cannot be kept too long. It's best eaten on the day when it's being produced and best eaten fresh. Es gibt eine besondere Art Kue Lapis zu essen. You peel it layer by layer. The different colors of the kue represents different phases of our lives. If you chew it without peeling, it means that you are actually shortening your lifespan because you're missing out so much of your life. I've been eating kue since 4 years ago. At first, I would just take it manually and just put it in my mouth. But after the staff here told me that I'm supposed to peel one by one and taste the flavor, that's where I realized that I have eaten kue lapis wrongly ever since 4 years ago. My grandma, before she passed on, she would say that live your life like the kue lapis. You know, even if you're met with difficult times, continue to peel through that layer, you eventually see a bright color. Forscher gehen davon aus, dass Kue ursprünglich aus dem südlichen Fujian in China stammt
und von chinesischen Händlern, die im 15. Jahrhundert nach Malaysia kamen, nach Südostasien gebracht wurde. Diese Händler heirateten einheimische Frauen und ihre Nachkommen, bekannt als Straits Chinese oder Peranakan, bewahrten ihre Traditionen. Dazu gehört auch die Herstellung von Nonyuk Kue für besondere Anlässe. Als die Briten im 18. und 19. Jahrhundert einen Hafen in Singapur errichteten, wanderten viele Peranakaner dorthin aus, um Handelsmöglichkeiten zu finden. Dank ihrer fließenden Sprachkenntnisse in Chinesisch, Malaiisch und Englisch wurden sie während der Kolonialzeit zu Vermittlern zwischen Briten und Einheimischen. Jahrhundertelang gehörten sie zu den einflussreichsten Menschen Südostasiens und brachten ihre eigene Kunst, Mode, Architektur und Küche in die Region ein. Doch die japanische Besetzung Singapurs im Zweiten Weltkrieg verwüstete die Region. Viele Peranakans, darunter auch Edmunds Großmutter, verloren ihr Vermögen und mussten ihr Hab und Gut verkaufen, um zu überleben. During the time of war, she had to try and make a living for herself. And the only skill set she had back then were the culinary skills passed down to her from her maternal grandmother. It's not meant to be a business, it's really for survival. Die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg prägten auch in Singapur einen Modernisierungsschub. Viele Peranakaner ließen ihre Traditionen hinter sich. In den 70er Jahren stand die Gemeinschaft am Rande des Aussterbens. Für Edmunds Großmutter war der Verkauf des Nonyuk Kue eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und ihre Kultur zu bewahren. Edmund arbeitet daran, in ihrem Andenken das Gleiche zu tun. Oh, my grandma is not educated, but she teach us through the things that she knew, like kuekues and the cookies and rice dumplings. Diese Reisknödel oder Kue Cheong werden seit der Eröffnung des Ladens immer auf die gleiche Weise zubereitet. Die Arbeiter füllen zunächst Pandanblätter mit Reis und Fleisch und wickeln sie in Pyramidenform. Dann werden die Teigtaschen mit einem kleinen Seil zusammengebunden und 1,5 Stunden lang gekocht. Heutzutage ist Kue Cheong der Verkaufsschlager des Ladens. During non-festive season, we produce about 1,000 plus a day. During the festive season, you see us producing more than thousands, maybe 10, 20, 30,000 pieces a day. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Nonyuk Kue von einer peranakanischen Delikatesse zu einem Grundnahrungsmittel für alle Südostasiaten in Singapur entwickelt. We are a brand that has been around since 1945. So basically, you will see us as a brand that grew with Singapore. We are really fortunate that throughout the generations, we have a lot of Singaporeans and foreigners supporting us. Da das Kue aber immer beliebter geworden ist, sehen manche es als eine singapurische Delikatesse und nicht als eine peranakanische. Edmund befürchtet, dass seine peranakanischen Wurzeln mit der Zeit in Vergessenheit geraten können. All these Peranakan stories, it tells us how to live our life. One of these days, if the stories are not being shared, then my fear is, yes, people may enjoy to eat them, but they may not know the meaning behind it and they may lose touch with the heritage. Deshalb hält er es für so wichtig, die Geschichte der Peranakan mit anderen zu teilen, solange er noch kann. Kim Choi Kue Cheong hat sich mit der Regierung von Singapur zusammengetan, um einen Teil seines Restaurants in eine Boutique und ein Museum umzuwandeln. Besucher können an Führungen teilnehmen, um mehr über die verschiedenen Aspekte des peranakanischen Erbes zu erfahren. Die Sammlung umfasst Familienerbstücke, Kunst und traditionelle Kleidung. A lot of these items were either from my grandmother or of which late, you know, a lot of families who do not wish to keep them anymore, we actually do purchase directly from them if they no longer want to keep them. We share stories here, we teach people how to consume the food. We teach them about the history, about why we eat certain things certain way. And it's really important. More than the food, you know, we want to be custodians, we want to promote the Peranakan heritage. Edmund ist nicht der Einzige, der sich für den Erhalt dieser einzigartigen Kultur einsetzt. Seit den 80er Jahren bemühen sich Denkmalschützer und die Regierung von Singapur um die Förderung der peranakanischen Kultur. Heute gibt es in Singapur mehrere von der Regierung unterstützte Peranakan-Museen und Ausstellungen wie die in Kim Choi Kue Cheong, sowie Programme zur Erhaltung der peranakanischen Architektur. Peranakan community or the culture is not about the marriage of races. It is largely about the marriage of cultures. And if we can embrace this concept and help more of us understand it, basically all of us in Singapore, even in Southeast Asia, can embrace and share this culture also. Ever since I found out much about my heritage,
It gives me identity. I know my heritage. I know my culture. I will always remember that this is my home and I always have to come back here. Er hofft, dass die nächste Generation die Geschichte hinter dem Kue, das sie kennt und liebt, verstehen wird. Die Weitergabe des Vermächtnisses seiner Großmutter ist der beste Weg, dies zu erreichen. In the same way stories being passed down to her, she also passed down to us, to this generation, and we hope that we can continue to share this story with many more generations to come.